Aber nun auf zur Luxemburg-Rundfahrt. Helmut Marx hatte sich einen Burgführer besorgt und gab Erklärungen. Einmal hatte er sich in der Seite geirrt und erklärte uns die Folterkammer. Allen lief ein kalter Schauer über den Rücken. Plötzlich stellte sich heraus, wir befanden uns im Weinkeller. Nach kurzer Fahrt wurde ein Speicherkraftwerk besichtigt. Einige war das Treppengeländer schöner wie das gesamte Kraftwerk. Für die Pause unterwegs wurde alles mitgenommen. Und das Tollste an dieser Pause war, in einer nahegelegenen Gaststätte gab es eine richtige Toilette, so richtig schön zum Hinsitzen. Wie das bekannt wurde, war diese Örtlichkeit für eine ganze Weile besetzt. Jetzt sind wir in Wils, der Europahauptstadt der Pfadfinder. An vielen Häusern wehte das Lilienbanner. Aus allen Herren Ländern traf man sich in Wils und knüpfte neue Kontakte. Auch unsere Jungpfadfinder waren nicht kontaktarm, wie man sieht. Unsere Pfadfinder, die uns im Echternacher Lager verlassen hatten, lagerten auch hier in Wils. Das hatte man anhand eines Gästebuches herausgefunden. Und jetzt wollten wir sie besuchen. Ihre Zelte waren verwaist, sie waren nicht zu Hause. Aber kurz bevor es weitergehen sollte, trafen sie doch noch ein.
zum Schluss wird die Stadt Luxemburg besucht und speziell die Kasematten. Helmut Marx erklärt wieder.